Ja, guten Morgen alle miteinander. In diesem kurzen Videobeitrag möchte ich Sie auf ein Buch hinweisen. Das Buch heißt Frag immer erst warum von Simon Sinek. Und was da drin steht, das erfahren Sie nun in einem kurzen Auszug aus meiner Predigten, wo ich dieses Buch verwende. Ich versuche es einmal mit dem Buch des amerikanischen Autor Simon Sinek, Frag immer erst warum. Ein Weltbestseller übrigens. Dort schreibt er vom goldenen Kreis. In der Mitte des Kreises steht die Warum-Frage. Dann kommt die Wie-Frage und ganz außen kommt die Was-Frage im äußeren Kreis. Simon sagt nun, es gibt zwei Richtungen, wie wir den Kreis durchlaufen können, und die stehen für zwei Konzepte unseres Lebens. Ich rede zunächst einmal von der Richtung, wenn wir ja von außen nach innen den Kreis beschreiben. Wenn wir von außen nach innen den Kreis beschreiben, kommt zuerst die Was- und die Wie-Frage. Und ganz am Schluss die Warum-Frage. Sie bleibt quasi etwas nebulös, weil wir uns mit den Was- und Wie-Fragen in unserem Leben beschäftigen und gar nicht mehr zur Warum-Frage kommen. Wer das Warum vergisst, der gerät schnell in ein Hamsterrad. Er ist von den Wies und Was, den Sachfragen gefangen, und das nennt der Autor Simon Sinek Stress. Man ist nur noch dabei, seine To-Do-Liste abzuarbeiten. Man ist gefangen von den Details und den Fakten. Oder aber, und das ist die andere Richtung, man geht den Kreis von innen nach außen. Man beginnt mit der Warum-Frage. Und das ist auch das Konzept, für das der Autor eintritt. Frag immer erst warum, so der Titel des Buches. Und aus der Warum-Frage ergeben sich dann ganz automatisch die Was- und die Wie-Fragen. Die Was- und Wie-Fragen sind schon wichtig, aber es ist eben nicht der Punkt, wo man anfangen muss. Ich will es nur ganz kurz andeuten. Simon beruft sich bei seinem Konzept auf die Hirnforschung. Es gibt ja eine Gliederung. Eine vertikale Gliederung unseres Gehirns. Ganz oben und außen ist das Großhirn. Das ist für die Was-Fragen zuständig, für alles Berechnen, Kalkulieren, Argumentieren. Und dann hier hinten versteckt das Mittelhirn und das Kleinhirn. Das ist ganz kurz gesagt mehr für die Wie- und Warum-Fragen zuständig, für alle Herzensfragen. Nun, es gibt dazu jetzt noch viel zu sagen. Was mich am meisten an diesem Buch fasziniert, ist, dass Simon Sinek ja uns noch einmal darauf aufmerksam macht, wie wichtig der Glaube ist. Die Menschen kaufen ein Produkt nicht wegen der guten Technik, sondern weil sie daran glauben. Und das finde ich gerade in der Kirche ganz besonders spannend. Kommen die Leute wirklich zu uns, weil sie glauben oder weil wir ihnen ganz viele Wies und Was anbieten. Simon Sinek hat dann noch ein zweites Buch geschrieben, Finde dein Warum. Das ist mein Praxisbuch. Im ersten Teil fasst er nochmal sein erstes Buch zusammen und dann gibt er praktische Ratschläge, ausgearbeitete Seminare für Einzelne und auch für Gruppen, wie sie ihr Warum finden können.